Hey Leute, heute zeige ich euch mal, was ich so esse. Ich habe über 7 Tage hinweg meine Ernährung gefilmt und das auch ziemlich detailliert. Also nicht nur die Hauptmahlzeiten, sondern auch, was ich halt zwischendurch so gegessen und gesnackt habe. Und ja, ich muss dazu sagen, ich esse eigentlich nicht besonders gesund. Also ich versuche schon zu Hause relativ gesund zu essen, aber wenn ich halt irgendwo bin, dann kommt dann halt doch mal so das ein oder andere Stück Pizza und Kuchen und dort. Deswegen, ja, don't judge me. Aber ich denke mal, das tut eigentlich jeder. Deswegen, glaube ich mal, ist das ganz okay. Und ich hoffe, euch gefällt das. Und ja, viel Spaß beim Zusehen. Am Samstag gab es bei mir morgens so selbstgemachten Erdbeerquark, also einfach Erdbeeren mit Quark püriert. Dazu noch frische Erdbeeren und Blaubeeren und natürlich noch ein bisschen Zuckerrübensirup drauf, weil der ist echt geil. Und ein paar Mandelsplitter, weil ich die auch total gerne mag. Und ja, das habe ich mir dann zusammen mit einem Kaffee schmecken lassen. Dazu gab es dann noch so ein Fruit-Infused Water mit Limette und Mandarine. Und dann habe ich mit meiner Mutter Kekse gebacken. Das sind diese Cookies, die ich euch schon mal in einem Video gezeigt habe. Und da ist ein bisschen mehr Kakao drin gewesen als sonst. Deswegen sind die ein bisschen brauner. Und die haben auch ziemlich, ziemlich gut geschmeckt. Zum Mittag gab es dann Rosmarinkartoffeln mit Spinat und einer Hähnchenbrustroulade. Gefüllt auch mit Spinat und überbacken mit Käse. Und dazu noch 2 Tomaten. Und ja, das war auch sehr lecker. So, ich bin gerade bei Lara, meiner Cousine. Magst du mal Hi sagen? Hi! Und wir wollen jetzt Donuts backen. Dazu brauchen wir deutsche Markenbutter oder irgendwelche andere Butter, Zucker, Mehl, 2 Eier, Streumilch, irgendwie Fett, dann Wasser, dann haben wir hier Crazy Colors, Lebensmittelfarbe und Hefe und dann noch zum Dekorieren solche, wie heißen die denn, Schokostreusel und dann haben wir noch Himbeeren. Da. Ja, das machen wir jetzt. So, das muss jetzt irgendwie noch 30 Minuten gehen und wir haben voll Knast. No? Mm. Deswegen haben wir uns jetzt Mango gemacht und Banane. Wir haben jetzt die Donuts, also den Teig schon so ausgerollt. Lara macht das gerade nochmal schön vor. Und dann mit diesem großen Becher einmal die, also das so außenrum ausgestochen. Dann mit diesem coolen Shotglas hier. Die kleinen Löcher da ausgestochen. Und dann musst du das Bonzen bitte, ja. Ja. Red Sox. Produktplatzierung. Ja. Yes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schaut euch die Donuts an. Jetzt haben wir lila einen Zuckerguss angerührt. Das ist aber nicht geil. Guckt euch das an. Und das streichen wir jetzt auf die Donuts. Oh. Bitte nicht den beachten. Ja. So unsere Donuts. Du hast so 4 Streifen. Super. Unsere Donuts sind jetzt fertig. Wir haben verschiedene Toppings, das noch drauf gemacht. Also einmal so diese Streusel, dann die anderen Streusel und Cornflakes. Und abends war ich dann noch bei Mc's und habe mir diesen Veggie Burger gekauft, weil mir der empfohlen wurde von 2 netten Mädels. Aber irgendwie, naja, der sieht schon so nicht so appetitlich aus. Und ich muss so ehrlich sagen, der hat mir nicht so gut geschmeckt. Also der war irgendwie total scharf und hat sonst noch nichts geschmeckt. Aber naja. Am Sonntag gab es bei mir morgens Haferbrei mit Chiasamen und Blaubeeren und ganz viel Kirschmarmelade obendrauf, weil ich liebe es. Und keine Ahnung, warum das Video falsch rum ist eigentlich, aber egal. Und ach ja, da waren noch Erdbeeren drin, genau. Oh, das war so lecker. Ich krieg gleich Hunger. Und dann habe ich mir natürlich immer noch einen Keks gegönnt, also immer mal so über den Tag verteilt, einen von unseren leckeren Keksen, in den Kaffee getunkt, weil das mag ich total gerne. Zum Mittag waren wir vom Verein, also von meinem Tanzverein aus essen und das war meine Ausbeute vom Buffet. Ihr seht es ja selber. Es war auch sehr, sehr lecker. Und dann gab es natürlich noch ein Pinguin, because I love it. Nachmittags habe ich mir dann Milchreis gemacht, weil ich da irgendwie voll Lust drauf hatte. Und ja, den habe ich mir dann wieder mit Beeren dekoriert und mit Zimtzucker. Und dazu gab es noch einen Earl Grey Tee, also einen schwarzen Tee. Das war auch so total lecker. Ich liebe das, wenn die Beeren dann so drin verschmelzen irgendwie. Zum Abendessen gab es dann ein bisschen Gemüse und ein Brot mit Schmierkäse und noch ein paar Tomaten dazu. Und das ist der Schmierkäse übrigens. Und als Dessert habe ich noch eine Praline gegessen. Ich liebe die. Das sind so Premium-Trüffel-Pralinen. Die sind echt total lecker. Abends war ich dann beim Hexenfeuer und da habe ich mir noch ein Stück Pizza von einer Freundin stibitzt. Und dann gab es für mich noch eine große Portion Zuckerwatte.
Montag war Feiertag, deswegen habe ich da auch ein bisschen größer gefrühstückt. Da gab es ein bisschen Banane und Cranberries mit Zimt und Milch. Erstmal so aside. Und dann gab es natürlich noch ein Brötchen für mich. Eins mit Käse und Tomat und Basilikum. Und eins mit Nutella und Marmelade. Und dann natürlich noch einen Kaffee dazu. Denn ich kann nicht ohne Kaffee. Zum Mittag gab es dann selbstgemachte Pizza mit Basilikum und was ist da noch drauf? Salami und Käse und Tomatensauce. Und noch zwei Tomaten dazu. Und zum Nachtisch gab es noch einen Apfel, den ich mir dann noch mit ein bisschen Müsli gemacht habe, weil ich irgendwie total Hunger hatte da. Mir hat die Pizza irgendwie nicht ausgereicht. Und zum Kaffee trinken gab es dieses Eis, was übrigens sehr, sehr lecker war, mit Himbeeren und Mandelsplittern. Und zum Abendessen, weil ich irgendwie den ganzen Tag schon ungesund gegessen habe, habe ich mir dann einen Salat gemacht mit einem Filinchen und darauf habe ich noch ein bisschen so Schmierkäse gemacht. Genau. Dann gab es noch eine Banane zum Nachtisch und dann hatte ich irgendwie doch noch Bock auf einen Kinderpinguin. Die werdet ihr sehr häufig sehen bei mir. Hier seht ihr jetzt erstmal, was ich immer in die Schule mitnehme, nämlich zwei belegte Brote, eine Banane, einen Obstriegel und eine Mandarine. Und das war mein Frühstück. Ich habe mir wieder Quark gemacht mit ein bisschen Haferflocken, Cranberries, Mandelsplitter, Chiasamen und ein paar Beeren. Und nachmittags habe ich mir wieder Quark gemacht, weil ich irgendwie total so auf Quark mit Früchten stehe. Und diesmal mit Himbeeren und Honig und ein paar Cornflakes. Und ich glaube, Cranberries waren da auch noch drin. Genau. Danach gab es noch ein Kinderpinguin, weil ich diese Dinge echt total liebe. Und zum Abendessen gab es Nudelschinkengratin. Das sieht jetzt irgendwie nicht so appetitlich aus, aber es war auf jeden Fall total lecker. Am Mittwoch habe ich irgendwie vergessen, mein Frühstück zu filmen, aber auf jeden Fall gab es dann zum Mittag China-Nudeln mit Hühnerfleisch und das war total lecker. Und dann hatte ich noch einen Apfel als Nachtisch und zum Kaffee trinken habe ich mir ein bisschen Joghurt gemacht mit so Zimtflocken, Banane und Erdbeere und noch ein bisschen Zimt obendrauf. Und dann gab es mal wieder einen Premium-Trüffel für mich. Abends habe ich mir dann Falafel gemacht, falls ihr nicht wisst, was das ist, stehen hier die Inhaltsstoffe. Und ja, das sind dann solche Puffer geworden, die habe ich dann noch mit Quark gegessen und noch ein paar Tomaten. Und ja, das war auch ziemlich geil. Und dann gab es für mich noch einen Toast mit Käse und Marmelade, weil ich das irgendwie voll mag. Am Donnerstagmorgen gab es für mich gestern mal wieder Quark mit Beeren und Cornflakes und Mandelsplittern und Chiasamen, wie eigentlich immer. Ich weiß gar nicht, warum ich das jeden Tag gefilmt habe. Und in der Schule hatten wir dann Freistunde, da habe ich mir einen Milchkaffee gegönnt und ein Stück Apfelkuchen. Ja, nachmittags gab es dann für mich wieder mal Quark mit Erdbeeren und einer Banane noch dazu und obendrauf wieder Mandelsplitter und ich wollte das diesmal so ganz toll anrichten, aber irgendwie hat es nicht so richtig funktioniert. Und danach gab es natürlich wieder, guess what, ein Kinderpinguin und so einen Tee hier, der ist, das ist so ein Ingwer-Lemon-Tee, den mag ich irgendwie voll in letzter Zeit so. Zum Abendessen gab es dann gegrillte Zucchini und Fleisch, also das ist Pute, glaube ich. Sieht jetzt hier irgendwie nicht so lecker aus, aber es war auf jeden Fall ziemlich gut. Und zum Nachtisch gab es dann noch ein paar eingezuckerte Erdbeeren mit Milch. Ja. Am Freitag habe ich mir wieder Quark gemacht mit Haferflocken und Beeren. Wer hätte das gedacht? Nach der Schule habe ich mir dann dieses geile Eis gekauft. Davon ist immer noch was da. Das ist echt so lecker. Da habe ich dann mit Erdbeeren gegessen und noch eine halbe Apfeltasche dazu und einem Cappuccino. Und weil mir das noch nicht genug war, habe ich noch ein paar Erdbeeren gegessen mit einem großen Klecks Nutella, weil ich da mal voll Bock wieder drauf hatte. Ja, wer will. Und zum Abendessen gab es dann gesunden Rahmkuchen, in Anführungszeichen, also mit so Vollkornteigboden. Und ja, der war auch ganz gut. Und jetzt habe ich irgendwie vergessen, mein Outro zu drehen, deswegen labere ich euch hier einfach über das Voice-Over-Fall. Also ich hoffe, euch hat dieses Food Diary gefallen und wenn ja, gebt dem Video bitte einen Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid, ob ich sowas nochmal machen soll. Weil eigentlich fand ich das ziemlich cool und ich denke, es ist auch ziemlich interessant, kann ich mir vorstellen für euch, so zu sehen, was ich so esse. Und ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss!